Heute ist Andreas dran. Und wir wollen erstmal alle einladen, ins Licht einzutauchen. Natürlich wie immer. Und ich gebe direkt weiter an Andreas. Ja, hallo ihr Lieben, schön euch zu sehen. Herzlich willkommen, falls du zum ersten Mal hier bist oder das Gefühl hast, du warst schon immer hier, dann ist beides richtig. Und ja, wir wollen euch heute einladen zu der Reflexion, dass der Tod vorbei ist und dass es ihn niemals gegeben hat. Und dazu haben wir heute was extra für euch vorbereitet, was ganz Tolles. Yay! Claudia spürt's schon in Yay! jeder Zelle Du und in hast jeder wieder den DNA-Erinnerung, die es immer Kontrollcode gab und damit auf die bleibt. M61 fahren. Die N61-Fahrerin nicht verpassen, die Abfahrt. und wir haben einen Überraschungsgast, den verraten wir noch nicht. Den verraten wir noch nicht. Den verraten wir noch nicht. Und wir haben einen neuen Lehrer Gottes, der sich hier zum ersten Mal zeigt und die gegenwärtige Transformation teilt. Das gegenwärtige Erwachen zum Licht, das wir sind. Und ihr habt sicherlich schon gemerkt in eurer eigenen Transformation, in eurem eigenen Erwachen und in der eigenen, ja, wie nennen wir es, es ist eine gewisse Prozedur, nennen wir den Rückweg zur Einheit mit dem Licht und zur Einheit des Willens mit der Quelle eine Prozedur, weil es einfach so aussieht und weil wir sowas haben wollen. Wir wollen eine Prozedur haben, weil wir uns nicht vorstellen können, dass es sofort ist. Wir können uns nur vorstellen, dass es irgendwie ein Mittel gibt und irgendwie eine Technik gibt und irgendwas gibt, was uns hilft. Und darin werden wir ja darauf vorbereitet, leicht zu werden wie eine Feder, dass der innere Widerstand in der Aktivierung, in der Lichtaktivierung, nichts bedeutet, dass er nicht schlimm ist, dass er nicht sagt, dass du irgendwie neben der Spur bist oder schon besser sein solltest. Er sagt nichts über deinen Fortschritt aus. Es sagt schon gar nicht, ob du erfolgreich bist oder nicht, sondern es ist einfach nur, hey, es ist eine Aktivierung. Du bist aktiviert im Licht und juhu. Juhu. Dass du nichts mitbringen kannst, ne? Jutta, ist das nicht großartig? Du kannst nichts mitbringen, was dir jetzt hilft. Ja, wenn ich irgendwas mitbringe, was mir jetzt hilft, klammere ich mich verzweifelt an die Vergangenheit, um das Licht ja nicht zuzulassen. Und gerade weil das so ungewohnt ist für uns, ne, wir kennen ja nur Zeit, wir kennen ja nur, klammer dich an irgendwas, damit du deine Welt stabil halten kannst und deine vermeintliche Orientierung in der Welt. Aber kommst du in einen gegenwärtigen Moment, in dem wir uns für einen Augenblick, vielleicht nur mit einer kleinen Bereitwilligkeit, okay aussprechen, dass es keinen Tod gibt. In keinster Weise. Und Jesus klärt in der Lektion 153 auf, dass der Tod viele Formen annimmt. Das ist jede Form von Zweifel, Mangel an Vertrauen, überhaupt einem Mangel, an jeder Form von Sorge um Körper, um Zukunft oder Vergangenes oder Gegenwärtiges, dass all das eine Reflexion des Glaubens an Tod ist. So, und dann müssen wir sagen, ich kenne doch nur das. Ich kenne doch nur Sorge, ich kenne doch nur Vergangenheit und Zukunft und ich kenne nur die Gegenwart zu arrangieren. Also bin ich wirklich in einer Erfahrung meines Glaubens an Tod. So, lückenlos, lückenlos. Ja, wir schmücken das zwar noch so aus, dass man so denkt, naja, hier ist relativ wenig Tod, hier geht es mir gut, hier lebe ich, aber der Tod wird kommen. Und jetzt merken wir, nee, es gibt keine Lücke im Todesglauben. Es ist alles tot. So, das mag erstmal keiner hören, aber du magst das hören. Wieso? Weil du gesagt hast, genug ist genug und ich will nicht einen halben Kurs lernen, ich will den ganzen Kurs lernen. Ich will nicht ein halbes Erlösungshähnchen auf meinem Teller, ich will das ganze Hähnchen mit Pommes, mit Salat, Mayo und Ketchup.
Da soll nichts fehlen. Ich soll in keinster Weise das Gefühl haben, dass mir irgendetwas fehlt. Vollständige Erlösung mit Garnitur, bitte. Und deswegen bist du hier, weil du sagst, weil du irgendwo vernünftig genug warst und gesagt hast, was anderes wird's einfach nicht tun. Ich kann nichts dafür. Aber nur das Vollständige wird es tun. Und das, ob mir das gefällt oder nicht, ob ich dafür jetzt bereit bin oder nicht, es muss so sein. Und das ist ein Moment von Vernunft, das ist ein Moment von Erkenntnis. Und auf diesem bisschen Licht, das wir erlaubt haben, baut Jesus seine Kirche, denn darin treffen wir uns im einzigen Zweck, den Raum und Zeit überhaupt besetzt. Und schauen wir uns das mal an. Im Handbuch für Lehrer, was ist der Tod? Der Tod ist der zentrale Traum, aus dem alle Illusionen stammen. Ist es nicht Verrücktheit, vom Leben zu denken, dass es geboren wird, altert, seine Vitalität verliert und am Ende stirbt? Wir haben diese Frage bereits gestellt, jetzt aber müssen wir sie sorgfältiger erwägen. Es ist der eine starre, unveränderbare Glaube der Welt, dass alle Dinge in ihr geboren werden, nur um zu sterben. Das wird als der Lauf der Natur angesehen, der nicht in Frage gestellt werden kann, sondern akzeptiert werden muss als das natürliche Gesetz des Lebens, das Zyklische, das sich Verändernde und das Unsichere. Das Unzuverlässige und das Unstete, das in einer bestimmten Weise, in einem bestimmten Pfad zu und abnimmt, das alles wird als Gottes Wille angenommen. Und niemand fragt, ob ein gütiger Schöpfer dies wollen könnte. Und ne, Jesus erklärt auch noch weiter, was das mit uns macht, dieser Glaube. In dieser Wahrnehmung des Universums, wie Gott es schuf, wäre es unmöglich, ihn für liebevoll zu halten. Ja, also wenn ich in irgendeiner Weise an Mangel oder eine andere Form von Tod glaube, an geboren werden und sterben, dann glaube ich nicht, dass Gott liebevoll ist. Das geht nicht. Dann glaube ich, dass Gott wahnsinnig ist und grausam. Und mein Glaube verändert zum Glück nichts an der Liebe. Ja, mein Glaube an Gravitation ändert nichts, dass das Gesetz der Gravitation funktioniert. Das ist eine Analogie, denn Gravitation ist auch Teil des Traums. Aber nur weil ich glaube, dass Tod real sein könnte, dass die Welt von Veränderung und von Trennung real sein könnte, ändert es nicht die Wirklichkeit, dass der Himmel vollständige Einheit die einzige Wirklichkeit ist, die es gibt und das niemals verändert werden kann. So, und das können wir, ne, Sonja, du weißt es ganz genau. Das können wir schnell und gerne akzeptieren, wenn es darum geht, ich suche wirklich eine Alternative. Und wir freuen uns darüber, das zu hören. Sagen so, Gott sei Dank, gibt's hier irgendwie Vernunft in meinem Traum und jemand, der mich darüber aufklärt. Und wenn wir jetzt sagen, okay, gut, die Information ist angekommen, aber es braucht hier eine tatsächliche Veränderung meines Denkens ist, dieser Glaube an Trennung muss tatsächlich in mir aufgehoben werden. Es reicht nicht, wenn ich konzeptuell akzeptiere, dass es keinen Tod gibt. Es ist ein Anfang. Aber jetzt wollen wir eine Erfahrung davon. Eine Erfahrung, die daher kommt, dass ich den Glauben an Tod in jeglicher Weise fallen lasse. Und hier möchte ich euch mit Trommelwirbel und Applaus mal kurz ein Zeichen, gib mir mal kurz ein Zeichen, ob du soweit bist. Ja, sieht gut aus. Möchte ich euch den Christopher vorstellen. Christopher hat wahrscheinlich was dazu zu sagen. Ja, danke für die Gelegenheit. Schön, euch alle zu sehen. Ja, Andreas hat mich heute Nachmittag gefragt, ob ich nicht mal loslegen will. Ein paar Minuten aus meiner Erfahrung der heutigen Lektion mit euch zu teilen. Ja, da war ich ganz schön geschockt, weil ich hatte gerade gestern Abend schon in der Jahresgruppe ein bisschen was erzählt und wollte gerade so in die Komfortzone zurück und mich ausruhen. Und ja, da habe ich nicht schon wieder gefordert. Aber das ist ja gut, das ist wieder eine Möglichkeit, mich zu zeigen. Und gerade da, wo man sich dann zurückziehen will, ist es umso besser, sich zu zeigen. Ja, ich bin, wie Gott mich schuf.
die Lektion gibt es ja öfter im Kurs und es ist eigentlich eine ganz zentrale für mich. Es ist eigentlich die Zentrale, weil es gibt mir die Sicherheit und das Vertrauen, zum Beispiel jetzt hier einfach loszulegen und was zu sprechen vor euch. Ein paar kenne ich von euch natürlich schon ein bisschen, die geben mir auch Vertrauen, aber viele kenne ich gar nicht. Und da ich aber weiß, dass ich bin, wie Gott mich schuf, also immer so sein werde und immer schon war, kann mir ja nichts passieren. Und da ihr da seid, schon mal gar nicht. Und ja, ich habe gestern im Kurs einen guten Satz gelesen. Das einzig Wirkliche, was wir in dieser Welt hier wirklich finden, ist ein liebevoller Gedanke. Und seit ich jetzt so ungefähr 2 Jahre hier bei der Aleph immer wieder mal dabei bin und die Jahresgruppe zum zweiten Mal mache und ja, Andreas mich eigentlich absolut liebevoll und freilassend und ja, mit allem, was man so braucht, als Kursschüler begleitet, ja, bin ich wirklich immer mehr in das Vertrauen gekommen. Zuvor habe ich viele Jahre auch den Kurs irgendwie gemacht und auch mit meinem Buddy und Freund Jens ab und zu besprochen und mich ausgetauscht. Das war aber eigentlich der Einzige. Und sonst habe ich den Kurs so für mich gemacht und habe dann, ja, was ich so erlebt habe, dann immer mit mir selbst abgemacht. Und das Fenster und die Schau ist natürlich viel, viel, viel größer, wenn man die mit so wunderbaren Leuten wie euch teilen kann und sich in diesen Leuten, in jedem Gesicht und in jeder Meinung und in jedem Gedanken auch wiederfindet. Und das erweitert sich jeden Tag mehr, dieses Fenster. Und so mit diesem Gefühl kann man auch in den Tag gehen. Ich bin, wie Gott mich schuf. Also heute war Schule wieder. Seit Mittwoch können wir wieder wirklich Präsenz unterrichten, die Kinder. Also zumindest im Sportunterricht, woanders war es schon anders möglich. Und in den letzten Tagen ging es ja auch um die Schau Christi. Was ist die Schau Christi eigentlich? Die Schau Christi ist, dass ich mit Christi Augen auf die Menschen, die mir begegnen, schauen lerne. Und ich habe heute versucht, meine Schüler so anzuschauen im Sportunterricht. Und wir hatten einen Riesenspaß heute. Also ich habe heute auch seit langem wieder bei allen Spielen einfach mal mitgemacht. Es war scheinbar zufällig so, dass immer die Mannschaften so waren, dass die einen nur 9 und die anderen 10 waren. So habe ich immer bei der Mannschaft, die weniger waren, so ein bisschen mitgemacht. Und wir hatten eigentlich nur Spaß und es war eigentlich überall die Liebe zu sehen in den Kindern. Darum, weil ich sie im Moment auch fühlen kann und dann werden sie natürlich genauso von den Kindern kommen sie zurück. Das ist ganz klar. Es ist immer so. Dann ist kein Platz für Angst, für sich zurückziehen oder in die Sicherheit gehen oder was auch immer. Ja, und das ist eine unheimlich tolle Erfahrung. Ich bin, wie Gott mich schuf. Was wollte ich noch euch erzählen? Ja, wichtig ist eigentlich die Dankbarkeit, habe ich gelernt, auch in den letzten 2 Jahren. Dankbarkeit, dadurch drückt sich eigentlich schon alles aus. Wenn man in die Dankbarkeit geht, dann ist man eigentlich in der Liebe. Wenn man die mit möglichst vielen Menschen teilt, dann wächst die Liebe ganz klar. Und ich hatte es früher immer nicht leicht, mich eigentlich dankbar zu zeigen und dankbar zu äußern. Und seit ich mich darin übe, genieße ich das richtig und bin total dankbar, dass ihr jetzt zum Beispiel hier immer noch zuhört und ja, und mit mir teilt, was ich teile. Ja, und darüber kommt man wirklich auch in die Entspannung. Und so kann ich sogar einigermaßen jetzt ganz entspannt sein, während ihr mir hier alle zuschaut und hört, was ich zum Besten gebe. Ja, ich bin, wie Gott mich schuf und ich bin sicher, ich werde auch weiterhin so bleiben, wie Gott mich schuf. Denn was einmal angelegt ist von Gott in seinen Sohn, das ist immer da und wird auch immer da sein. Weil Gott legt nur sein Bestes in seinen Sohn. Und dadurch ist das Beste in mir und in euch allen. Und darauf können wir für immer vertrauen. Ja, vielleicht für heute Abend war es das mal von mir. Ich danke euch herzlich, ihr Lieben. Vielen Dank. Danke, Christopher. Ja, danke fürs Teilen. Und ich bin mir sicher, dass das jeder kennt, dass sobald wir über eine bekannte Zone rübertreten, über eine gewisse Komfortzone hinausgehen und merken, hey, ich fühle mich hier unsicher, aber ich bin ja nun mal hier
und es gibt nichts zu fürchten. Also irgendwo einen Gedanken mit reinhole, der mich an die Einheit mit Gott oder an die ewige Sicherheit erinnert, dann passiert einfach was in unserem Gewahrsein. Denn wir halten uns in etwas auf, was wir als Gelegenheit nennen könnten, Gelegenheit geben und empfangen, als eins zu erfahren. Ja, und das ist hier, und ich bin dann immer dankbar für das Klassenzimmer, dass wir dieses Klassenzimmer verwenden können für genau das und dass das der einzige Sinn und Zweck auch dafür ist. Ja, ich stehe in etwas, wo ich nicht weiter weiß, und anstatt den Moment irgendwie zuzukleben mit Ideen von Tod, also Angriff, Verteidigung oder Sterben oder Flucht. Ich bin hier. Ich bin hier, und das, wovor ich Angst hatte, war nur die Veränderung meines Geistes, um nicht zu erkennen, dass die Liebe mich trägt. Sie trägt mich nicht durch die Gefahr durch, sondern sie trägt mich durch meinen Glauben an Gefahr. Und zeigt mir, da ist nur Segen. Da ist nur Segen. Du bist unantastbar. Du bist unantastbar. Und deswegen danke für jeden Moment. Ne? Ich meine, die Phasen von Transformation können so intensiv sein, dass man nicht unbedingt gleich dankbar ist für solche Momente, sondern erstmal denkt, ach du meine Scheibe, ich muss mich erstmal einen Tag aufs Sofa legen, um wieder klarzukommen. Mit Unmengen von Tee und Kaffee und Zuckergebäck. Aber je mehr Erfahrung wir darin sammeln, merken wir, es ist gut. Und es ist wirklich einfach nur, werde leicht wie eine Feder, werde innerlich leicht wie eine Feder, lass es durchlaufen. Wenn der Hass kommt, wenn die Sorge kommt, wenn die Panik kommt, sei leicht wie eine Feder. Wenn die Schuld kommt, das Angebot von, guck mal hier, was du getan hast. Oh ja, mach dir hierüber Gedanken. Oh. Ach so, kenne ich schon. Leicht wie eine Feder. Kann durchlaufen. Ich bin, wie Gott mich schuf. Es gibt keinen Tod. Und ich bin eins mit meiner Quelle. Und hier heißt es in der Lektion 163, die Idee vom Tode Gottes ist so grotesk, dass es sogar den Wahnsinnigen schwerfällt, sie zu glauben. Denn das setzt voraus, dass Gott einst lebte und irgendwie umkam. Gott ist irgendwie umgekommen, offenbar von denen getötet, die nicht wollten, dass er überlebe. Ihr stärkerer Wille konnte über den Seinen triumphieren, und so wich das ewige Leben und die Macht des Himmels dem Tod. Und mit dem Vater starb auch der Sohn. So, also das ist da geschrieben, damit wir drüber lachen. Das steht da nicht, damit wir denken, ach du Scheiße. Sondern das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Und das muss zellulär auf DNA-Ebene erfahren werden, dass das tatsächlich ein Witz ist und nichts anderes. Weil das, was das ernst nimmt, das ist wirklich unser altes Programm, uns vor dem Tod niederzuknien und zu sagen, ja, er wird kommen. Der Tod wird kommen. Aber jetzt leben wir. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Das ist die Welt. Das ist der Traum von Welt. Das ist das zentrale Thema. Und die wenige Zeit, die wir darin haben, die paar Jahrzehnte, wenn es hochkommt, lass es 100 oder lass es 200 Jahre sein, die du hier hast, da müssen wir das Beste draus machen. Nicht wissend, wer wir sind. Und klar denken wir dann, Gott ist grausam, weil wieso hat er dich hierher geschickt? Aber noch einmal, lass uns das wirklich als Aktivierung nehmen. Lass es wirklich als, es muss nicht verstanden werden. Es ist nichts, was man konzeptuell nachvollziehen muss. Es ist wirklich einfach nur, mach dich innerlich einfach einladend an das Licht deiner gegenwärtigen Auferstehung. Und wenn du Fragen hast, kannst du sie gerne schon in den Chat schreiben, oder wir nehmen uns nachher noch einen Moment. Aber das, was das Schöne daran ist und wo ich immer wieder dankbar bin für meine mächtigen Gefährten, für meine Brüder, für dich, ist, dass ich genau an dem Ort stehen kann, wo die Welt sagt, das hier ist
Verrückt. Was hier gelehrt wird, ist verrückt. Das ist eine Gehirnwäsche, das ist Spinnert, das ist esoterisch im Sinne von mit einem negativen Anklang, also entrückt. Das kann man ja nicht beweisen. Beweise es, dass es so ist. Beweise, dass das stimmt, was du da sagst oder was ihr dort lest. Und ein mächtiger Gefährte steht mit dir genau an dem Punkt. Und was für Stimmen sind das? Ne? Das sind meine Stimmen. Und die können noch ganz andere Formen annehmen, indem sie sagen, geh keinen Schritt weiter. Du verlierst deine Sicherheit, du verlierst den Boden unter den Füßen, du hebst ab, bla bla, du bist verrückt. Aber genau an diesem Punkt zu stehen mit einem Bruder, in der Ausrichtung auf die Wahrheit, so wie sie von deinem inneren Lehrer gegenwärtig gezeigt wird, wie du innerlich gegenwärtig geführt wirst, das ist wirklich das Erkennen, dass wir auf dem Felsen der Erlösung stehen. Und das ist keine Show. Das ist keine Affirmation. Das ist das Verbinden mit dem, was wahr ist. Und jetzt ist es Zeit, dass ich den Überraschungsgast vorstelle. Ist der Überraschungsgast bereit? Achtung, wer ist es wohl? Wer ist es wohl? Achtung, wisst ihr das? Hubert, sagt Susanne. Oder wer? Hugo, wer? Homer. Homer, fast. Homer. Fast. Hubert. Oder Gerd. Hubert. Fast. Welcher Anfangsbuchstabe? Ich bin nur mein Schatten hier. Quasi. Schön, euch zu sehen, meine Lieben. Ja, ja, hallo. Wow, danke. Also was ist eigentlich Leben? Leben ist Freude. Ja? Tod ist, was Trauer ist. Tod ist, was wirklich was Trauer ist. Also wenn ich wirklich traurig bin, dann bete ich den Tod an. Wenn ich nicht vollkommen glücklich bin, und ich habe mir das nie gedacht, was eigentlich wirklich im Geist, wie viel Licht und wie viel Liebe Gottes wirklich in meinem Geist ist, wenn ich sie ausdehne. Und wir mit Andreas, wo wir schon angekommen sind, wir haben so viel Spaß gehabt. Wir waren so verbunden, einfach in diesem Licht. Und das hätte man auch mit dem Kurs in der Anfangszeit einfach nicht vorstellen können, was es wirklich heißt, das Licht zu aktivieren im Geist, das Leben wieder zu aktivieren, diese Göttlichkeit in mir zu aktivieren. Und wenn ich sie aktiviere, dehne ich sie aus und dann wird es immer mehr. Das ist einfach unvorstellbar, wie viel Freude da ist. Es ist Freude ohne Gegenteil begründet worden in uns. Wir kennen die Deklaration der Wahrheit. Freude ohne Gegenteil. Jeder sagt, ein bisschen Freude, hier und da Freude, beim Zähneputzen in der Früh Freude, aber dann den ganzen Tag Christgemig wegen Arbeit oder wegen Verpflichtungen. Nein, ich sage, Freude ohne Gegenteil begründet worden. Kannst du dir das vorstellen, was es heißt, Freude ohne Gegenteil begründet worden? Kannst du dir für dich für einen Moment überhaupt vorstellen, was es heißt, Freude ohne Gegenteil zu erfahren? Und dass das der natürliche Zustand deines Geistes ist. Das ist nicht irgendwas was es zu erreichen gilt, sondern dass du das bereits bist. Freude ohne Gegenteil. Nicht schwankend, nicht hier und da Freude. Nein, Freude ohne Gegenteil, Tanja. Kannst du dir das vorstellen? Du gehst durch Berlin, durch die Straßen und du erfährst Freude ohne Gegenteil? Ich bin heute ausgeschieden beim Brandenburger Tor und bin dann hergefahren zu Andreas. Was das heißt, Freude ohne Gegenteil zu erfahren. Wo wirklich dein Geist vollkommen aufgeht. Du stehst vollkommen im Licht. Und du sagst nur einmal, danke Gott. Und ich weiß, es hat nichts mit mir als Mensch zu tun. Es ist Gnade Gottes. Und es passiert durch den Heiligen Geist in mir. Das Spiel des Verstecktspielens, mich verstecken von Gott und traurig zu sein, hat geendet. Ich erinnere mich immer an den Satz im Urtext, wo Ding gesagt hat, Jesus zu Helen, weißt du, spielst das Spiel mit mir und du wirst es nicht gewinnen.
Ich kann nicht meiner Göttlichkeit, der Freude Gottes, der Freude ohne Gegenteil entkommen. Es ist unmöglich. Ich werde da scheitern. Ich kann es nur noch ein bisschen verzögern. Aber warum sollte ich meinen rechtsgesinnten Geist, warum würde ein Geist die Freude ohne Gegenteil verzögern wollen? Und sagen, ja, morgen wird es dann Zeit für mich. Da warte ich noch 5 Jahre. Ich muss noch spirituell ein bisschen reifen. Gib mir noch ein bisschen Zeit, Gott. Ich hätte noch ein bisschen Zeit gebraucht, um mich zur Freude hinzuarbeiten. Also ich höre auf Jesus und ich höre ihm so lachen, wie er in unserem menschlichen Zustand einfach lacht, dass wir wirklich glauben, wir bräuchten Zeit dafür und ich könnte es selber machen. Exit Laughing heißt es. Exit Laughing, das haben wir das Programm in der Akademie gemacht. Exit Laughing, das ist, was totale Freude ist. Freude ohne Gegenteil. Ich habe mir heute dann in der Zugfahrt angehört von Beethoven, also die Europa-Fanfare. Freude ohne Gegenteil kommt aus dem Himmel in dir, aus dem Brunnen in dir. Freude ohne Gegenteil. Lehrer Gottes, und das bist der Lehrer Gottes, akzeptiere den Tod in keiner Form mehr, sagt Jesus. In keiner Form mehr. Akzeptiere nicht weniger als Freude ohne Gegenteil. Halleluja! Spürst du das? Fühlst du das? Bist du das? Entschuldigung, dass ich sehr emotionell bin. Aber ich hätte meine Funktion als Lehrer Gottes nicht erfüllt, wenn ich dich für einen Moment nicht die vollständige Erlösung der Freude Gottes ohne Gegenteil anbieten würde. Dann wäre ich immer noch ein Lehrer des Todes. Wenn ich dir eine Zeitidee anbieten würde. Und sagen, habe ich auch mal gehört vom Lehrer vom Kurs in Wundern in Mexiko, der gesagt hat, wir fangen am Freitag an mit dem Seminar, die Erlösung gebe ich dir dann aber am Sonntag. Die Freude kommt dann erst am Sonntag. Das wäre für mich zu schmerzvoll, tut mir leid. Das kann ich nur jetzt und hier anbieten, weil es mir nur jetzt und hier meinem Geist anbieten will. Jesus nimmt komplett im Kurs die Idee von Zeit heraus. Bist du hungrig? Bist du total hungrig in deinem Geist, das hier und jetzt mit mir und mit Andreas zu erfahren? Dann bist du richtig in dieser Klasse. What do you have to lose, hat mein Lehrer gesagt. Was hast du zu verlieren? Noch ein bisschen sterben. Noch ein bisschen Sorgen machen. I invite you, ich lade dich ein, es hier und jetzt zu erfahren. Weißt du, wie viel Glück ihr habt? Dass ihr so einen Andreas da hier sitzen habt, der euch das, die vollständige Erlösung anbietet, nicht erst in 2 Tagen, nicht erst nächsten Montag in der nächsten Klasse, sondern hier und jetzt. Bist du dankbar dafür? Dass jemand von außerhalb von Raum und Zeit gekommen ist, wie auch du von außerhalb von Raum und Zeit kommst und dir die totale Erlösung anbietet. Freude ohne Gegenteil. Ah, na klar, na klar. Wow. Es ist viel größer, als wir denken als Menschen. Es ist so viel größer. Es ist so viel cooler. Gott ist cool. Unwiderstehlich. Wie als ein gutes Eis, wenn wir dann Eis gegessen haben nach dem Festival. So unwiderstehlich, wie das auf der Zunge zerschmilzt. Genau das ist, was Gott ist. Marion und Ronny sind auch da. Denen zerschmilzt auch schon Gott auf der Zunge. Und Michael in Hamburg, ja, seine Zunge zerschmilzt sogar.
Wow, das ist der Taste of God, sagen die in Englisch. Der Geschmack Gottes auf deiner Zunge. Unendliche Freude, ohne Gegenteil. Boom! Halleluja! Es hat mich wieder Blitz getroffen. Boom! Bin ich am Boden gelegen wie Paulus, also der Apostel. 3 Tage blind und dann boom! Habe ich dann sehen können, die Freude Gottes. Halleluja, so wie ein Boxer. Danke, meine Lieben. Und jetzt gebe ich wieder an Andreas das Wort. Es ist einfach sowas von freudig. Und doch ist es unser Geist, der es manchmal reduziert und so. Jetzt gehe ich wieder auf eine Klasse von Aleph. Schauen, was sie mir zu bieten haben. Fußball will ich heute auch nicht schauen. Das heißt, die WM-Spiel Italien gegen Türkei, das gefällt mir nicht so gut. Geh besser zu Aleph. Da kann ich dann die Zeit töten. Nein, du bist hier, weil du was ganz anderes willst. Erlösung hier und jetzt, die Freude ohne Gegenteil hier und jetzt erfahren willst. Diesen Geschmack auf deiner Zunge hier und jetzt erfahren willst. Bestes italienisches Eis. Bist im Eissalon und du isst den ganzen Tag Eis, den Geschmack Gottes. Bitte erinnere dich immer, wenn du für einen Moment traurig bist, an diesen Geschmack Gottes. An diese Freude ohne Gegenteil. Und dann wird das Leben ein Fest. Und dann erfüllst du deine Funktion als Lehrer Gottes. So viel Spaß, wie wir gesagt haben, wie wir halt da rumgecruised sind mit seinem Porsche. Aber das, der Geschmack Gottes, der hat aus dem Motor gedrückt. Danke, meine Lieben. Ich gebe es an Andreas weiter. Weil ich bin doch hier in der Position, da tun mir dann schon die Beine weh. Stimmt natürlich. Das gleiche Spitz ein. Danke. 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 Also wie ihr merkt, wir haben das einstudiert hier. Tagelang haben wir uns auf Zoom getroffen, damit wir außerhalb von Raum und Zeit das hier abliefern können. Und es haben sich 5 Leute gerade erinnert, ach so, EM läuft ja, haben sich ausgeschaltet. Aber du bist noch da. Weil das war der höchste Ausdruck von Freude, den ich jetzt zulassen kann. Ach so, EM, yay! Und alles wird ja weggeblasen, alles wird ja an Konzepten komplett weggeblasen, weil es gibt ja nichts, was der Todesgeist mehr liebt als ein Konzept, an dem er sich festhalten kann. Ne? Ich weiß ja jetzt, was Erlösung ist, ich bin ja schon lange genug bei Aleph, aber die Freude ist nicht dabei. Und ich möchte euch noch eine Sache vorlesen aus dem Handbuch für Lehrer. Und da heißt es, Lehrer Gottes, deine einzige Aufgabe könnte auf folgende Weise ausgedrückt werden. Akzeptiere keine Kompromisse, in denen der Tod eine Rolle spielt. Glaube nicht an Grausamkeit, noch lass Angriff die Wahrheit vor dir verbergen. Was zu sterben scheint, ist nur fehlwahrgenommen. Was zu sterben scheint, ist nur fehlwahrgenommen und zur Illusion getragen worden. Okay, es war nur ein Irrtum. Es war nur ein Irrtum im Geist, eine Fehlwahrnehmung, ein Denkfehler. Jetzt wird es zu deiner Aufgabe, die Illusion zur Wahrheit zu tragen zu lassen. Also nicht Gott hier in die Illusion zu holen, sondern die Illusion zu Gott zu bringen und zu sagen, hier, ich habe damit nichts am Hut. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Ich weiß nicht, wie ich es sehen soll. Ich gebe es an dich, denn wenn ich es nicht im Licht sehe, ist es sowieso bedeutungslos und zeigt mir etwas, was nicht da ist. Lass dich nicht von der Wirklichkeit irgendeiner sich verändernden Form täuschen. Weder bewegt sich die Wahrheit, noch schwankt oder sinkt sie zum Tod und zum Zerfall dahin. Und was ist das Ende des Todes? Nichts außer diesem. Die Einsicht, Achtung, schnall dich an. Bist du angeschnallt? Ich muss kurz gucken, ob du angeschnallt bist. Bist du angeschnallt? Ja, okay. Ja, wir sind angeschnallt. Erzähl, was steht da? Aber das ist die Erlösung, ne? Es ist, wenn wir mit einer Dramatik hier reinkommen, dann wirklich, weil der Geist sonst nicht checkt, dass es hier um was geht. Es geht buchstäblich um Leben und Tod. Da ist kein, ich informiere mich noch ein bisschen, sondern es gibt nur 2 Denksysteme. Und jetzt werden wir komplett in was reinversetzt, was keiner von uns, weder Hubert, noch ich, noch Jesus, erwartet hätten. Also, was ist das Ende des Todes? Nichts außer diesem.
die Einsicht, dass der Sohn Gottes, dass du, Sohn Gottes, jetzt und auf ewig schuldlos ist. Nur dies. Danach hast du gesucht, danach habe ich gesucht. Ich habe nach meiner Unschuld gesucht. Habe nicht erkannt, was ich suche, habe auch nicht erkannt, wo ich es finden kann. Aber es ist so. Der Sohn Gottes ist jetzt und auf ewig schuldlos. Nur dies. Aber lass nicht zu, dass du vergisst, dass es nicht weniger ist als dies. Unschuld ist keine, ist kein Nebenattribut von dir. Es ist keine Sache, die man irgendwo in einem Poesiebuch reinschreibt. Ich mag Unschuld. Mein Hobby ist Unschuld. Sondern das ist der Kern deines Seins. Das ist der Kern, die Kernausrichtung deiner neuen Wahrnehmung, die in Erkenntnis übersetzt wird. Also ist hier unser Finden. Hier ist das unschuldige Eis. Hier ist das unschuldige Bier. Hier ist der unschuldige Augenblick, in dem alle Idee von Zeit, von Fehlermachen in Zeit, von neben der Spur sein in Zeit, zurückfinden in Zeit, zerfällt. Du sagst, wow, es war alles hier, ich brauche tatsächlich nichts zu tun, die unschuldige Mozartkugel. Ich brauche tatsächlich nichts zu tun, weil ich schon unschuldig bin, weil du schon unschuldig bist. All unser Streben als Körper, unser Streben, uns am Leben zu halten, an diesem Faden des Lebens festzuhalten, war wirklich nur, wie kann ich heute unschuldig mich machen? Wie kann ich heute schuldlos sein? Wie kann ich, in Australien habe ich einen Truck gesehen, da war hinten in großen Aufklebern ein Spruch drauf, da stand drauf, justify your existence. Rechtfertige deine Existenz. Ja, wie hast du heute deine Existenz gerechtfertigt? Durch welche Rechtfertigung lebst du? Was hast du getan, dass du heute leben darfst? Ja, und das war, ich wusste, das ist mein Geist. So denke ich im Ego-Geist. Ja, wieso darfst du leben? Hast du heute gearbeitet? Hast du heute was beigetragen zur Gesellschaft? Bist du heute ein besserer Mensch geworden? Hast du heute weniger geurteilt? Hast du heute mehr den Kurs gemacht? Hast du ihn gut gemacht? Bla bla bla. Der Sohn Gottes ist unschuldig. Jetzt und auf alle Zeit. Weil es keine Zeit gibt. Wow. Okay, und das ist eine große Lektion. Im Handbuch für Lehrer wird die Frage gestellt, wer ist Jesus? Und dann sagt er, okay, als Mensch war sein Leben hier viel zu kurz, um diese mächtige Lektion zu lehren. Deswegen bist du jetzt da. Damit du es lehrst. Das braucht dich. Und das ist keine kleine Sache. Wenn Jesus sagt, wenn sich einer an mich erinnert, erinnert er sich für alle. Wenn du erlöst bist, ist jeder erlöst. Ja, es ist kein, ach ja, ich muss ja auch noch Lehrer Gottes sein heute oder ich muss ja auch noch die Welt erlösen. Einkauf habe ich schon gemacht, abgewaschen habe ich schon, gesaugt und die Kinder versorgt und jetzt muss ich auch noch erlösen, schnell, 5 Minuten in der Tageslektion. Gerade noch so geschafft. Multitasking. Das ist die einzige Funktion, die ich in allem habe. Die ich jetzt mit euch habe. Und es ist schön. Es ist schön. Es ist ja wirklich toll. Ne? Wenn jetzt Hubert taucht auf von außerhalb von Raum und Zeit, bläst dir hier den Tisch weg. Und das wird zu einer Gewohnheit, dass das gut ist. Ach so, hier wird mir gerade wieder der Tisch weggeblasen. Ha! Dankeschön. Toll, ich hätte es alleine nicht geschafft. Ja, ich bin selbst froh, dass es mir in keinster Faser meines Seins das Bedürfnis auftaucht, zu urteilen, was hier geschieht, sondern dass ich einfach nur erkenne, hey, das hier ist gut. Und ich will einfach nur mit der Verbindung mit dem Christusgeist gehen, mit dir. Und wenn du eine Frage hast, kannst du dich gerne freischalten. Wenn du eine Frage hast, kannst du dich gerne freischalten, sonst haben wir noch genug Material. Aber zuallererst meine absolute Dankbarkeit
für deine Bereitwilligkeit, etwas zu hören, was noch niemand zuvor gehört hat in Zeit. Und das braucht ein Training, deswegen bist du hier, weil du den trainierten Geist mitbringst, der genügend trainiert ist, um das zu hören. Okay, da hat sich jemand freigeschaltet. Ja, ich. Ich wollte was wissen. Hast denn Hubert heute fahren lassen? Mal. Nein. Ich bin noch nicht verrückt. Aber das wird noch kommen, vermute ich. Muss ich noch Führerscheinprüfung machen? Oh. Ich habe nur so einen alten österreichischen Lappen, der ist noch so groß, vor 30 Jahren. In einem Foto, wo ich 18 Jahre alt war. Ja, schön. Da lacht er. Okay. Ich habe auch noch ein paar Fotos zu Hause, wo ich noch jünger war. Ich werde es gleich einmal rausräumen. Bitteschön. Ja, da werden in den nächsten Tagen wohl noch Episoden folgen. Hubert am Steuer. Hat jemand noch eine andere Frage? Ich glaube, wir haben jetzt total unseren Credit, unseren Street Credit verloren hier durch diese Session. Die Punkte in Flensburg. Unsere Vertrauenswürdigkeit ist hier gerade zusammengebrochen. Wir meinen das ja gar nicht ernst. Ich will keine Punkte in Flensburg sammeln. Wir haben schon einmal ein Fahrverbot für Deutschland erteilt, wo ich zu schnell vor Salzburg ins Radar gefahren bin. Habe ich 6 Monate nicht mehr nach Deutschland fahren dürfen. Du hättest das auf Salzburger Ring machen sollen. Extra für den Hubert habe ich mir eine Warn-App auf dem Handy runtergeladen. Die Warn vor Blitzern. Aber es gibt auch andere Methoden, weißt du? In Mexiko, die sprühen ein Spray auf die Nummerntafel. Dann kann der Blitzer das Nummernkennzeichen nicht mehr lesen. Aber ist nicht zu empfehlen in Deutschland. Das sind die Unterhaltungen, die wir mit Jesus haben. Wir haben uns vorhin über Männerhosen unterhalten. Und das war nur Jesus. Ne? Über das Gemisch Polyester und Baumwolle. Hat jemand heute meine Unterhose gesehen? Kommt aus Kolumbien. Hat eine Besonderheit. Die hat auf der Seite so eine Tasche. Was glaubst du, für was die Tasche ist? Das Kondom. Genau. Ah, ja, guck. Zum anderen Zeitpunkt kann ich es dir gerne mal zeigen, diese Unterhose. Mit der Tasche. Bei einem Privatgespräch. Kolumbische Unterhosen kann ich nur empfehlen. Sie sind sehr elastisch und total modisch. Okay, ich glaube, wir kommen heute nicht mehr zu einer ernsthaften Frage. Das Gefühl habe ich so ein bisschen. Das ist die Lebensfreude. Es tut uns sehr leid, wenn wir dir zu nahe getreten sind und dir den Tod weggenommen haben. Ja, mir hat einmal ein Lehrer, wo ich das erste Mal das gehört habe, in Wisconsin, wo ich war, auf der Akademie, der Lehrer ist zu mir gekommen: Darf ich dir den Tod wegnehmen? Ja, von was spricht denn der bitte? Da hat er noch wieder gefragt: Darf ich dir den Tod wegnehmen? Also, was spricht denn der? Da hat er wieder gesagt: Darf ich dir den Tod wegnehmen? Dann habe ich eine Erfahrung gehabt, dass es den Tod nicht gibt und bin in Lachen ausgebrochen und in eine Freude ausgebrochen. Ich habe das zuerst nicht, das war für meinen menschlichen Geist nicht hörbar zuerst, dass jemand kommt und mir anbietet, den Tod mir wegzunehmen. Der Peter weiß, von was ich spreche, weil der Peter war immer an meiner Seite und hat mich immer unterstützt mit seiner Mozartkugel. Was hat man da? Hat immer so Schokolade gekauft, man all das in Amerika, diesen einen, den Peter, den guten Schokolade und den Käse, mit dem hast du mich immer unterstützt. Aber es war unglaublich eine Frage, ich das nicht hören können in meinem Geist, dass ein Lehrer kommt und sagt, darf ich dir den Tod wegnehmen? Erlaubst du mir es, dir den Tod wegzunehmen? Für den menschlichen Geist ist es auch, ist der wahnsinnig, von was spricht denn der? Und eigentlich bin ich wahnsinnig, der den Tod noch an Tod festgehalten hat und für einen Moment geglaubt hat, es wäre ein Witz, dass man jemanden den Tod wegnehmen kann. Aber das macht Jesus. Das hat das Andreas heute mit mir gemacht und jeder mit jedem hier. Du kannst nicht mehr sterben, tut mir leid. In der katholischen Kirche sagt man, du verdienst mein Beileid, dass der Tod nicht mehr existiert, dass nur mehr die Freude weiß,
Die Freude des Lebens, die Freude Gottes, ohne Gegenteil. Himmelfreude, Himmelfreude, Freude des Himmels. Gibt es ein paar Fragen, bitte? Ja, ich könnte was teilen. Als du gerade davon sprachst, jemand hätte dir den Tod weggenommen, da habe ich direkt an meinen Bruder gedacht. Der ist einiges jünger als ich und ist gestorben, als er 35 Jahre alt war. Und ich war dabei und ich habe gerade in mir nur diesen Satz gespürt, ja, mein Bruder hat mir den Tod weggenommen, als er gestorben ist. Weil ich einfach erlebt habe, dass er so in Christus und so im Frieden und in Dankbarkeit gegangen ist. Und dann war der Raum plötzlich so erfüllt. Erst lag da halt dieser sterbende, zerrüttete, durch Krebs zerstörte Körper. Und dann war er wieder da, so stark, so seine Seele war so kräftig, wie ich ihn immer kannte. Der war auch Sportlehrer und so ein Handballer wie du, Christopher, mein Bruder. Und so ein Kämpfer und so niemals am Berg absteigen beim Fahrradfahren und so. Und plötzlich diese Seele, die war dann so im Raum so kraftvoll, noch viel kraftvoller im Grunde, als ich ihn in seinen starken Zeiten erlebt habe. Und da habe ich einfach gewusst, ja, so ist es. Wir sind nicht sterblich und im Gegenteil, wenn die Seele frei ist, dann ist sie so lebendig wie nie zuvor und so stark wie nie zuvor. Und Krankheit gab es im Grunde nur so wie in einem Traum. Und das war wunderschön. Das war das schönste Erlebnis, wie die Geburten meiner Kinder im Grunde, dem ich so beiwohnen durfte. Ja, und er hat mir dadurch den Tod genommen, auf jeden Fall. Und ich glaube, ich weiß nicht, diese Seelen, die dann verstorben sind, sind auch so voller Weisheit. Er hat mir dann, ich war noch so nah bei ihm noch längere Zeit und er hat mir immer so was übermittelt. Immer wenn ich an ihn dachte und wollte so exklusiv unsere Liebesbeziehung zwischen Bruder und Schwester und ihn so für mich und habe so an ihn gedacht, ja, du und ich, wir sind so verbunden. Und er fing sofort an, mir andere Menschen dazu zu stellen. Er hat sofort... Alle sind sofort aufgetaucht, die ganze Familie, alle Freunde und dann die ganze Welt. Und da habe ich verstanden, ja, der ist voll im Christus. Da gibt es das nicht mehr, so du und ich exklusiv. Weißt du noch, wie wir uns geliebt haben? Nein, wir lieben alle und alle sind mit uns. Und ja, also ich glaube, mein Bruder war bisher mein größter Lehrer. Danke, danke, danke für das Teilen. Ich gebe normalerweise keine Buchempfehlungen. Es gibt ein ausgezeichnetes Buch von Anita Morjani, das heißt Heilung im Licht. Auf Englisch heißt es zu sterben, um zu leben. Aber im Deutsch habe ich gehört, das heißt Heilung im Licht. Und da ist es darum gegangen, dass sie sozusagen, die Leute sagen, man hat eine Nahtoderfahrung, aber sie hat gesagt, man hat eine Nahlebenserfahrung. Sie war also über ihrem Körper draußen, sie hat ja Krebs gehabt, ist am Todesbett, ist hinausgegangen aus ihrem Körper, herunter hat sie gesehen, wie die Familie weint und sich Sorgen macht und sie war oben in einem Zustand von Bliss, also einem totalen Zustand von Freude. Und dann hat die Stimme gesagt zu ihr, willst du noch einmal zurückkommen, leben und dann die Wahrheit erklären oder willst du gehen? Und sie hat dann gesagt, ich will zurückkommen. Und jetzt macht die Seminare auf der ganzen Welt, Anita Morjani. Also mir hat es so berührt, rief im Herzen ihre Geschichte, weil es geht eigentlich um eine Nah-Lebenserfahrung und der Mensch glaubt, es wäre eine Nah-Toderfahrung. Es ist genau umgekehrt, im Kurs wird genau alles umgekehrt, an das ich bisher geglaubt habe. Zum Beispiel Anthony de Mello, vielleicht kennst du Anthony de Mello, er hat so coole Sprüche drinnen im Facebook und sagt, gibt es ein Leben vor dem Tod? Das ist eine seiner Fragen, gibt es ein Leben vor dem Tod? Mhm. Also er versucht, diesen Geist einfach auf eine ganz andere Schiene zu bringen. Mhm. Unglaublich. Ja, danke, Sonja, für dein Teilen und für diese Erfahrung. Genau das ist passiert. Er hat dir den Tod weggenommen, dein Bruder. Mhm. Genau das passiert dir hier und jetzt. Genau jedes Mal, wenn du den Kurs aufschlagst, jedes Mal, wenn du dich mit dem Geist von Jesus verbindest, den auferstandenen Geist von Jesus, oder von einem Bruder, weil Jesus ist ja in jedem Bruder. Total verbunden, die Verbindung spürst mit deinem Bruder, verschwindet der Tod und totale Freude kommt. Freude ohne Gegenteil. Und dann weißt du, der Tod wurde dir weggenommen. Oh, Entschuldigung, habe ich... Das ist die Barbara.
Ja, Barbara, du, schön, schön dich zu sehen. Barbara, sind die Haare schon trocken? Ja, fast. Schau, in dem Moment habe ich den Tod von dir weggenommen. Ich habe dich gefragt, sind die Haare schon trocken? Du hast gelacht. Das ist den Tod wegnehmen. Ich komme immer mit frisch gewaschenen Haaren zu allen. Das ist doch gut. Ne? Allen ist glücklich machen. Ne? Na, guck, wir wissen nicht, was das ist. Ne? Wir wissen nicht, wie das stattfindet, wenn du dich zur Verfügung stellst, so wie Christopher es aufzeigt, wie, also jetzt hier in dem speziellen Rahmen, ne, das ist ja nicht auf Personen reduziert, aber das Licht, das du mitbringst, der Frieden, den du mitbringst, der dreht die Situation um, in denen du bist. Ja, du kommst in eine Situation rein, magst versucht sein, das auf alte Weise sehen zu wollen, damit du die Stabilität des Traums aufrechterhältst, merkst aber den Schmerz dabei und verbindest dich mit dem, der gerade da ist, mit deinem Bruder. Und auf einmal wandelt sich die Situation. Es ist immer für den, der sich an die eigene Nase fassen kann, es ist immer für mich. Es wandelt sich für mich, weil ich von meinem alten Urteil, von meiner alten Lektion des Todes losgelassen habe. Einfach, wieso? Auf welcher Basis? Ich habe ja noch nicht erkannt. Erkenntnis ist ja nur jenseits von Wahrnehmung. Aber basierend auf dem Vertrauen, auf den Erfahrungen, die wir miteinander teilen, auf der Schau, die wir gegenwärtig teilen miteinander, erwächst eine Überzeugung. Und die Überzeugung ist, ich bin besser dran, wenn ich meine Todeslektionen jetzt hier verlerne, weil ich dich dadurch erreiche und mein verdrehter Geist wieder rechtgesinnt wahrnehmen kann. Und das ist keine unwürdige Funktion für dich. Das ist eine sehr würdige Funktion. Das ist Heilung. Wiedergutmachung im Geist. Okay, ihr Lieben. Danke. Danke für alles Teilen. Danke fürs Auftauchen. Ich hab was für den Chat. Ich habe 3 Events, die ich einfach hier mit in den Chat reingebe. Seid herzlich dazu eingeladen. Und danke für diesen Rahmen. Ja, danke. Ich bin heute die Ein- und Ausgangsstimme. Also, ich leite jetzt gleich weiter in die Musik. Andreas wird gleich ganz schöne Musik noch für uns spielen. Und wie immer am Freitagabend endet es einfach im Licht. Und wie immer in jedem Moment endet es im Licht, wenn wir das wollen. Danke für alle Beiträge. Danke für das unterhaltsame Zusammenspiel. Und ja. Happy End. Andreas, bist du bereit? Das Happy End ist der glückliche Anfang. Ja, genau. Wir haben es schon angekündigt, danke Gesner. Wir machen jetzt ein bisschen den Raum auf. Einfach, das ist Lichtaktivierung und nehmt das auch so. Ne? Versucht das nicht zu konzeptualisieren, sondern nehmt die Energie und geht mit der Musik, bewegt euch, lasst euch darin frei sein und lasst das Licht die Arbeit machen. Und wir haben jetzt eine halbe Stunde, die wir uns extra genommen haben dafür, dass wir es ausgiebig einfach in uns ausdehnen können. Danke für euch, ihr seid wundervoll. Danke für das Licht, das wir hier teilen. Freude ohne Gegenteil. Amen. Amen. Und für alle, die mit uns leben. Halleluja.